Hallo YouTube, ich habe mal wieder ein Video für euch und ja, wie ihr im Titel lesen könnt, handelt es sich bei diesem Video um ein Unboxing. Ja, wenn ihr im Titel weiterlest oder beziehungsweise wenn ihr umlest, dann wisst ihr auch, um was es sich bei diesem Unboxing handelt und zwar um ein Longboard. Um genau zu sein, um das Slipstream Platypus in der Soft-Version. Es gibt es in Hard und in Soft und ja, ich habe hierbei die Soft-Version. Ja, für die Leute, die meine Videos mitverfolgen, ich habe mir schon mal eins gekauft gehabt, das wissen die sicherlich, die meine Videos mitverfolgen. Ein Madrid Glatten, findet ihr in meinen Videos unten. Und ja, viele denken sich, was, wieso hat denn der jetzt wieder ein Board gekauft? Ja, ich wollte mir ein weiteres Deck kaufen. Fürs Cruisen, Tricksen, ja, einfach ja, zum Cruisen, Tricksen, dann fähre ich ein bisschen Freestyle und so weiter und so fort. Und ja, das Deck, was ich schon habe, ist natürlich auch gut dafür geeignet, nur halt. Auch zum Cruisen ist es wirklich ein tolles Brett. Nur es ist eher ausgelegt für Downhillen und Long Distance Pushing oder Pushing. Dafür ist es halt geeignet und das Deck wiegt halt auch einiges mehr, so ich glaube um die 3 Kilo, 3 bis 4 Kilo, zwischen 3 und 4. Und das Deck, was ich jetzt hier gekauft habe, wiegt circa anderthalb oder so. Also es ist um die mehr, weniger als die Hälfte, denke ich mal, als das andere Deck, also circa. Und ja, da wollte ich mir halt ein anderes Deck kaufen, um es halt leicht zu haben, weil wenn ich dann das große Board, was ich mir schon gekauft hatte, transportiere, ist es halt, nach einer Zeit hat man keinen Bock mehr, das Board durch die ganze Stadt zu schleppen. Und deshalb habe ich gedacht, ich wollte mir ein kleineres Deck holen. Ja, um halt, wenn ich halt, wenn ich dann in die Stadt und so weiter fahre, dass ich dann halt keine 3 oder 4 Kilo mit mir an Board mitschleppen muss. Ja, das ist halt auch übrigens der Hauptgrund, dass ich ein ja, ich denke mal, ja, ich nenne es mal einfach mal, es ist auch wesentlich kleiner natürlich, ein leichteres, kleineres Board einfach mit mir. Dass ich auch zwei habe, dass ich sage, gut, wir gehen heute lange Strecken fahren, dann nehme ich das große Board natürlich, oder je nachdem das kleine, wenn ich Lust drauf habe, oder wie gesagt, Downhill, dann nehme ich das große, weil es halt perfekt dafür ist. Und ich sage, wir gehen heute ein bisschen durch die Stadt fahren und so weiter, cruisen, von A zu B, ein bisschen üben, tricksen und so weiter, nehme ich natürlich das kleine, was ich hier jetzt habe. Um es nochmal kurz zu sagen. Ja, ich habe mir jetzt ein zweites Deck gekauft und ja, das unboxe ich jetzt für euch. Nur noch kurz als Anmerkung, ich habe es, oder zwei Anmerkungen, ich habe ja gesagt Deck, aber ich meine, ich wollte mir ein Deck holen, aber ich habe die Möglichkeit gehabt, ein komplettes Board recht günstig zu bekommen, oder das Board relativ günstig zu bekommen, das, was ich am Anfang erwähnt habe, das Slipstream Platypus, habe ich relativ günstig bekommen. Deshalb habe ich auch gedacht, gut, kaufe ich mir gleich das komplette Board und nicht nur ein Deck. Ja, und die zweite Anmerkung wäre, dass es sich hierbei um ein gebrauchtes Board handelt und auch nicht um das Board, welches ihr, wenn ihr es auf der Website oder so bestellt, so erhaltet. Ihr erhaltet ein anderes Board. Ich erwähne es aber dann nochmal später im Video. Ja, und ich denke mal, jetzt ohne weiter drum herum zu babbeln, fange ich einfach mal an. Ja, jetzt denke ich, mache ich einfach mal das schöne Paket auf. Lass mal gucken, wie ich das hier aufbekomme. Na gut, ich hoffe, dass es das ist jetzt super zugeklebt auf der Seite. Ich weiß nicht, ob schlechter Karton. Dauern, einfach mal nicht zu lange. Wie der Karton aufgebaut ist, aber ja. Rüber.
haben wir etwas anders aus als geplant, aber ja, hier hätten wir das Board. Gut, ja, ich packe jetzt nochmal das Ganze, oder ne, ich mache jetzt keinen Cut, ich gucke jetzt einfach mal, was mir da, gut, Müll, dass es nicht so rumfliegt, was das Ganze gebracht hat, Müll, ja, Müll, so kann man sein Müll auch loswerden, finde ich sehr geil, muss ich bemerken, und wieder Müll, ja, da ist nichts drin, aber immerhin ist das Board drin, das ist schon mal gut, und ja, wieder Müll, so viel zu, ja, gebraucht. Wie gesagt, es handelt sich hier, wenn man gebraucht wird, ihr werdet es nicht so erhalten und auch natürlich sauber. Aber ja, ich bin immerhin froh, dass das Board angekommen ist. Und ja, ja gut, ich denke mal, ich hole es jetzt einfach mal aus dem Karton raus. Und dann ich weiter auf das Board ein, hole ich mal den ganzen Müll noch hier rein. Den wir natürlich nicht brauchen. Der Karton ging anscheinend auch irgendwie an der Seite auf. Ich habe es ein bisschen, war ein bisschen fail, das Unboxing, aber ich wollte relativ schnell sehen, bevor ich mich hier weiter mit dem groß mit dem Karton befasse. Ja, gut. Hier hätten wir das Board. Das ist die Vorderseite vom Board, welche natürlich eigentlich sauber sein sollte. Ich finde es, also es hat mir sehr gefallen, deshalb, also es war, als ich mir das Board, was ich jetzt habe, noch nicht gekauft habe, was ich jetzt davor habe, das Board, war das hier in der engeren Auswahl. Und da habe ich mir gedacht, gut, aber dann kam halt doch das andere dazu, habe ich mir das halt nicht gekauft. Und dann kam halt jetzt später, habe ich das halt dann entdeckt, habe ich mir gut, kaufe ich es mir als zweites Board. Und ja, hier wäre es, wie gesagt, wäre es die Vorderseite. Und was ich halt sehr cool finde an dem Deck, die Rückseite. Die finde ich halt richtig geil. Und das ist halt auch ein großes Kriterium gewesen. Gut, wir hatten eigentlich ausgemacht, da sind halt jetzt so Sticker hier und da oben. Wie ihr seht, haben wir eigentlich gedacht, dass er die wegmacht, aber was soll's, kann man ja noch abmachen. Oder vielleicht verbergen sich da ja noch minimale Gebrauchsspuren. Aber ja, das wäre das Board von der Unterseite, was ich halt wirklich sehr geil finde, was so Kartenoptik hat. Kennt ihr ja von Spielkarten. Ist halt diese Optik hier. Ein Dreizack und da oben ein Messer oder Dolch, je nachdem. Und ja, Vorderseite mit dem Slipstream-Logo. Hier. Und halt, wie gesagt, die Rückseite. Aber ich gehe jetzt nochmal, ich mache jetzt einen Cut. Und dann gehe ich nochmal genauer auf das Board ein. Ja, ich nehme die Kamera später jetzt nochmal aus dem Stativ, um halt nochmal näher auf das Board einzugehen. Aber jetzt erst nochmal ein paar kleine Specs zu dem Board, damit ihr wisst, was ich vorhin meinte. Also man kann das Board halt bestellen, aber ihr werdet es nicht so in der Konstellation, wie es jetzt hier ist, erhalten. Bei dem Board handelt es sich, weil wie gesagt, das Deck ist das Slipstream Platypus in der Soft-Version, hat da also einen minimalen Flex. Auch wie gesagt, die Unterseite ist halt mit dem, ist halt so rötlich, Holzfarben, und das andere ist halt, das gibt es auch in der Hard-Version, und da ist halt dann das Deck Türkis, also fällt auch, man merkt halt sofort, welches Deck es dann halt ist, das war ich wieder jetzt, das hatte. Ja, bei den Achsen handelt es sich hierbei um Gunmetal Mac 10 V2 Achsen mit 46 Grad. Wenn euch erinnert, Gunmetal, ich hatte bei meinem Underboard auch schon Gunmetal-Achsen, es handelt sich hierbei wieder um Gunmetal-Achsen jeweils. Hier 46 Grad, aber wie gesagt, steilerer Winkel, da, bei dem anderen Board waren es 50 Grad. Aber ja, Gunmetal Mac 10 V2 Achsen mit 46 Grad. Bei den Rollen handelt es sich um Earthling Floaters mit 70 mm und einer Härte von 81A. Und bei den Kugellagern haben wir Sunrise V2 Kugellager. Ja, das erstmal dazu. Mehr gibt es jetzt eigentlich auch nicht zu erwähnen. Und ja, ich denke mal, ich nehme jetzt einfach mal die Kamera aus dem Stativ und fange an, ein bisschen über das Deck herzugehen. Viel gibt es jetzt eigentlich nicht mehr zu sehen. Ich habe hier, wie gesagt, die. Okay, jetzt sieht es etwas andersrum. So rum. Die Gunmetal. In 46 Grad, seht ihr hier an der Zahl. Ihr habt hier wieder die Trommel von dem Revolver zu sehen als Logo. Dann gehe ich mal über das Deck drüber. Also eigentlich ist es so rum. Hier haben wir das Deck. Wie gesagt, eigentlich soll es nicht so aussehen. Es soll eigentlich sauber sein, aber ja, wird eh gefahren. Hier haben wir wieder Gunmetal. Die Achse in 46 Grad wieder hier drauf. Und ja, dann drehe ich das Ganze mal um. Da oben sollte eigentlich unter dem Sticker noch so
man das sieht, so ja, Kartensymbole sein. Hier ist ein Sticker drauf. Always go with the flow. Gute Zeit, eben ein Sticker halt, aber geil, kann man die abmachen. Hier, wie gesagt, wieder das Logo an den Gunmetal-Achsen. Diese hier sind silber, meine anderen waren so, waren schwarz. Ja, dann haben wir hier die Räder, aber nicht jeder nochmal genau drauf ändern. Erstmal noch das Deck von unten an den Schaftstellen, genau. Slipstream, wie gesagt, der Name. Was ich halt sehr geil finde. Und ja, wieder hier. Boah. So, das Logo. Und auch nochmal hier ein Sticker draufgeklebt. Ja, die kann man ja abmachen, aber sieht man ja dann größtenteils eh nicht. Es ist so leicht mit Fiberglas auch, das Deck. Sieht man vielleicht, es sind Fiberglasschichten dabei. Und ja, ich finde halt die Optik wirklich sehr geil, was ja halt auch ein Kaufkriterium des Boards war. Ja, gehe ich jetzt nochmal auf die Rollen ein bisschen an. Das Deck bleibt aber halt nicht so stehen. Naja. Ja, wie gesagt, haben wir Earthwing Floaters, sind jetzt halt ein bisschen schmutzig. Da 70 mm. Ich frage mich, woher steht, wie viel die Härte ist. Naja. Earthwing Floaters, 70 mm, seht ihr eine 70 hier links. Ja, gut, die müssen halt mal sauber gemacht werden, aber wie gesagt, ein gebrauchtes Board. Wenn ihr es neu erhaltet, habt ihr auch Paris Drugs, glaube ich, und ich weiß jetzt nicht genau, welche Achse, ich will ja nichts falsch, welche Rede, ich will ja nichts Falsches sagen. Und auch wieder hier hinten. Earthwing Floater Räder. Und dasselbe dann auch nochmal hier. Dasselbe in Blau. Ja. Die sind halt relativ weich im Vergleich zu den anderen. Ich weiß nicht, was ich bei den anderen für eine Härte habe. 86A, ich weiß es nicht genau. Kann ich hier nochmal hinzufügen, welche Härte ich habe mit anderen Rädern. Ja, und auch bei dem anderen Deck handelt es sich ja um einen Double Drop, also Drop Through. Hier ist es halt auch, also Double Drop Through. Hierbei handelt es sich nur um ein Drop Through Board, also die Achsen sind halt durch das Board montiert. Und das seht ihr halt. Beim anderen handelt es halt hier noch, geht das Board nochmal runter. Hier ist es halt das Board, was halt auch ein Kriterium war, relativ, also wirklich gerade. Hier haben wir keinen, ich weiß nicht, was es heißt, eine Vorspannung oder wie auch immer das heißt. Ich kann es mal hinzuschreiben, wo halt das Board in der Mitte etwas angehoben wird, also nach oben gewölbt ist, wenn ihr versteht, was ich meine. Wie beim Loaded Tantien zum Beispiel. Da ist es ja leicht nach oben gewölbt und hier haben wir halt wirklich komplett, das Board ist halt komplett gerade. Ja. Concave haben wir, glaube ich, minimal. Wenn ich es mal anhebe. Ja, minimales Concave, wie ihr erkennen könnt. Auch wieder weniger als bei meinem anderen Board. Und ja, Länge haben wir hier, ich glaube, von hier bis da gemessen. Ich glaube, ja, um die 76 cm. Radstand weiß ich jetzt nicht genau, kann ich auch nochmal hinzuschreiben. Wie gesagt, Radstand wüsste ich jetzt nicht genau. Die Breite sind, glaube ich, 23 cm, glaube ich. Also auch wieder relativ schmal im Vergleich zu meinem anderen Board, welches 26 oder so hat. Aber ja, das eigentlich zu dem Board. Viel mehr kann ich auch dazu nicht sagen. Es ist halt, ja gut, Slipstream ist eine, ich glaube, skandinavische Longboard-Marke, ja. Und ja, die machen halt verschiedene Boards, könnt ihr mal auf die Seite gehen, verlinke ich euch unten auch noch zu dem Board. Aber wie gesagt, es handelt sich hierbei um ein gebrauchtes. Und ihr erhaltet es nicht in der Konstellation, wie ich es jetzt hier habe. Ja, hier seht ihr es auch nochmal. Glasfieber. Optik. Hier auf dem Slipstream. Das Slipstream-Logo. Also ich finde es ein sehr schönes Deck. Vielleicht stimmen mir da einige zu. Ich fand es halt cool, das so gebraucht zu bekommen. Und deshalb habe ich mir gedacht, gut, kaufe ich mir das, um auch ein ja, leichteres Cruiserboard zum Tricksen und so weiter zu bekommen. Das habe ich mir gedacht, gut, kaufe ich mir das und mache auch jetzt, wie gesagt, ein Video davon. Was halt noch eine Besonderheit ist, die, wenn man das sieht, das Tail und, ach Gott, jetzt fehlt, es kann nicht sein, dass jetzt der Name fehlt, Tail und, ja, halt wie gesagt, die Kicktail und so weiter, die Standflächen auch für die Füße, womit man kleinere Manuals oder so machen kann, sind halt auch leicht nach links hin abgesenkt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Wenn ihr auf der Seite guckt, dann merkt ihr, dass es von
rechts nach links leicht abgewölbt, leicht abgesenkt ist. Und auch bei der Achse haben wir von rechts nach links eine leichte Abwölbung. Sieht man jetzt nicht genau, auf der Seite kann man es, wenn man genau hinguckt, sehen. Aber ja, das war noch eine kleine Besonderheit, aber das ist halt nur minimal. Ja, ansonsten habe ich auch nicht mehr wirklich viel hinzuzufügen. Ich gehe einfach nochmal über das Board drüber. Drehe es dann nochmal um. Und ich finde wirklich die Optik sehr schön. Ein sehr schönes Board. Wenn ihr ein weiteres sucht, kann ich euch das empfehlen. Also von der Optik her, von der Farbe, vom Farbverhalten weiß ich jetzt nicht, wie es ist. Wird halt erstmal eine Umgewöhnung im Vergleich zum anderen, weil es halt wirklich schmal ist. Aber ja, man gewöhnt sich da schnell dran. Ja, viel mehr weiß ich jetzt auch nicht, was ich da hinzufügen soll. Ja, wie gesagt, habe ich relativ günstig bekommen, das hat damals mir gekauft. Mehr kann ich jetzt auch noch mal hinzufügen. Hier ist noch eine Nummer bei der Achse. Ich weiß jetzt nicht genau, wofür die jetzt nochmal steht. Ich glaube, das ist die Breite. Ich glaube, 180. Ich glaube, das waren 180 mm bei denen. Und es sind halt 10 Inch oder was auch immer, was das bedeuten soll. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Steht auf der anderen Achse auch nochmal. Ist halt wahrscheinlich die Breite, der Hängerbreite der Gunmetal-Achse. Ja, Besonderheit, wie gesagt, das sind dieselben Achsen wie beim anderen Board, nur halt in 46 Grad. Weichere Räder habe ich, wie gesagt, bei dem anderen, schwacheres Deck und so weiter. Ist halt ein schönes Cruiserboard, kleinhandlich. Ich muss nochmal in die Hand. Ja, doch, ist erheblich leichter als mein anderes Brett. Viel habe ich da jetzt auch nicht hinzuzufügen, deshalb denke ich mal, war es das auch schon von meinem Video. Ich entschuldige mich nochmal für das etwas relativ lange Intro. Aber ich wollte nochmal erklären, wieso ich halt, wie gesagt, zwei Boards habe oder mir jetzt auch ein weiteres gekauft habe. Ich hoffe mal, das Video hat euch gefallen. Falls ja, könnt ihr, wie gesagt, Daumen nach oben geben, teilen, kommentieren, was auch immer. Ansonsten findet ihr mich auf Instagram, Twitter und Facebook. Links alle unten in der Beschreibung. Ich verlinke euch nochmal das Board und auch vielleicht zu den Parts noch die Seiten, die Links zu den Parts vielleicht, wenn ihr Interesse dran habt. Ansonsten, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen.